Moin, herzlich willkommen bei diesem Video. Ich bin heute wieder am Edersee unterwegs. Hier im Hintergrund seht ihr schon die Edertalsperre. Und hier fand vor ziemlich auf den Tag genau 80 Jahren ein Ereignis statt, was sehr, sehr viele Menschenleben gekostet hat. Und zwar war das die Bombardierung der Edertalsperre durch britische Bomber. Daraufhin wurde eine Flutwelle ausgelöst, die sich hier über das gesamte Edertal erstreckte. Und dieses Ereignis, das möchte ich mir heute mal genauer anschauen. Und wenn ihr Lust habt, mich auf diese kleine Reise in die Vergangenheit zu begleiten, dann kommt einfach mit. Ja, kurz ein paar Fakten zur Edertalsperre. Edertalsperre wurde erbaut 1914, also kurz vor Beginn des Ersten Weltkrieges. Es wollte sogar der deutsche Kaiser persönlich hier vorbeikommen, um das Ding einzuweihen, aber ja, das hat dann eben aus benannten Gründen nicht geklappt. Es war auch eine relativ kurze Bauzeit. Wenn ihr mehr Infos darüber noch haben wollt, ich verlinke euch hier oben mein Video, was ich letztes Jahr zur Edertalsperre gemacht habe, beziehungsweise zum Edersee Atlantis. Da könnt ihr gerne mal reinschauen. Da seht ihr dann genau das Gegenteil, was wir jetzt hier haben. Ja, jetzt ist der See so gut wie voll. Damals war er so gut wie leer, sodass man die versunkenen Dörfer sehen konnte. Also schaut da gerne mal rein, da bekommt ihr auch noch ein paar mehr Infos über die ganze Geschichte. Aber hier nur so ein paar kurze Infos zu der Talsperre. Sie ist 400 Meter lang, unten an der breitesten Stelle 36 Meter breit, oben gute 6 Meter noch breit und glaube 47 Meter hoch. Also wirklich schon ein sehr, sehr imposantes Bollwerk auf jeden Fall. Und war damals zu ihrer Entstehungszeit sogar die größte Talsperre Europas. Also wirklich schon eine absolute bauliche Meisterleistung. Wobei man sagen muss, dass die Arbeitsbedingungen hier wohl auch nicht die besten gewesen sein sollen. Also ich habe ein bisschen recherchiert und herausgefunden, dass es hier auch tatsächlich mal einen Arbeiteraufstand gegeben hat. Ja, wozu hat das ganze Ding gedient oder dient es auch noch? Früher natürlich zur Stromversorgung auch hauptsächlich, gerade auch in Bezug auf die Rüstungsindustrie in Kassel und zur Regulierung der Binnenschifffahrt. Also hier durch den Edersee wird der Mittellandkanal bzw. die Weser und deren Wasserstand kontrolliert. Ja, und ich würde sagen, jetzt schauen wir uns mal genau an, was an diesem Tag am 17. Mai vor 80 Jahren hier so passiert ist. Ja, die Operation, die hier von den Alliierten durchgeführt wurde, beziehungsweise von den Briten, das war die sogenannte Operation Chastitize, auf Deutsch so viel wie Operation Züchtigung. Und das Hauptziel dieser Operation, das war natürlich die Zerstörung der Edertalsperre. Und zwar sollte dadurch die Stromversorgung der Rüstungsindustrie in Kassel lahmgelegt werden. Also in Kassel, die Firma Henschel, die hat unter anderem Teile für den Tigerpanzer hergestellt. Und das sollte natürlich unterbunden werden. Das zweite Hauptziel, das war dann eben auch die Aussetzung der Binnenschifffahrt auf dem Mittellandkanal bzw. auf der Weser, eben auch durch die Zerstörung der Talsperre. Und das dritte Ziel, das war die Brechung der Moral des Volkes quasi. Ja. Also auch das sollte hier durch die Zerstörung der Edertalsperre erreicht werden. Ja, das Ganze ereignete sich, ich sagte es ja schon, vor ziemlich genau 80 Jahren, am 17. Mai 1943. Ja, an dem Tag, beziehungsweise um Mitternacht, sind da die britischen Bomber, also das waren glaube ich mehrere Bomberverbände, da wurden auch parallel andere Talsperren bombardiert, wie zum Beispiel die Möhnetalsperre, die auch zerstört wurde, und eben einige dieser Bomberverbände bzw. Bombern, die sind dann hier eben über Schloss Waldeck hier auf die Talsperre angeflogen. Das Besondere an dieser Operation war, dass die Briten da eine Spezialbombe entwickelt haben.
Also eine konventionelle Bombe, die das Gleiche erreicht hätte, die hätte um die 40 Tonnen gewogen. Und deswegen musste man sich da was ausdenken. Und zwar haben die so eine Art Springbombe entwickelt. Ja, das müsst ihr euch vorstellen, wie bei so einem, Flipperstein, ja, der so übers Wasser springt. Ja, und da wurde eine Spezialkonstruktion gemacht. Also sie haben das auch wirklich lange, lange getestet. Also das war schon nicht so ohne das, zu produzieren bzw. das auszutüfteln. Und hat aber dann im Endeffekt geklappt. Die haben das oft getestet. Und ja, da haben die eben diese Springbombe entwickelt. Und das Besondere war, die musste eben ziemlich niedrig über der Wasserfläche, über der Wasseroberfläche abgeworfen werden. Und die Leute, die eben hier ansässig waren, die das beobachtet haben, die haben gesagt, also die waren wirklich so niedrig, die konnten die Piloten im Cockpit sogar erkennen. Also das muss schon echt wirklich sehr, sehr krass gewesen sein. Und ja, die haben dann tatsächlich 3 Bomben abgeworfen hier. Von den 3 Bomben hat aber nur eine getroffen. Die erste Bombe, die ist an der Krone der Talsperre eingeschlagen. Irgendwo in der Nähe eines Turmes. Ob jetzt der rechte oder der linke, das kann ich euch gerade nicht sagen. Und die zweite Bombe, die ist irgendwo am Ufer des Sees eingeschlagen. Und die haben eben beide entsprechend keinen Schaden angerichtet. Aber die dritte Bombe, die hat dann ihr Ziel getroffen, beziehungsweise wurde vor der Sperrmauer eben im Flug abgeworfen und ist dann Richtung Sperrmauer gesprungen und ist dann über das sogenannte Torpedonetz, also vor der Sperrmauer, müsst ihr euch vorstellen, waren Torpedonetze angebracht, um eben zu verhindern, dass wenn vom Flugzeug ein Torpedo abgeworfen wurde, ja, dass der einfach unter Wasser die Mauer erreichen kann. Der wäre dann in diesem Netz gelandet. Und eben über dieses Netz ist dann die Bombe drüber gesprungen und ist dann vor der Sperrmauer abgesunken, einige Meter, und wurde dann gezündet und hat die Sperrmauer dann so stark beschädigt, dass die Sperrmauer den Wasserdruck nicht mehr halten konnte. Und ja, dass dann dieses riesige, knapp 70 Meter breite Loch in die Sperrmauer gerissen wurde. Ja, ihr könnt das Loch auch sehen, beziehungsweise die Stelle, wo das Loch damals gewesen ist. Das ist da, wo jetzt schön die Sonne drauf scheint. Und zwar, ja, hier, seht ihr das ganz gut, da ist die Sperrmauer auch ein bisschen heller. Und es fehlen diese, ich habe die Fachbezeichnung gerade nicht im Kopf, ich blende es euch hier ein, diese Druckauslassteile, die sich da über die Mauer ziehen, da seht ihr, die fehlen eben da, wo es ein bisschen heller ist. Ja, die wurden dann bei dem Neubau einfach weggelassen, damit es entsprechend schneller ging. Aber hier könnt ihr wirklich noch sehr, sehr gut sehen, ja, wo die Mauer da entsprechend zerstört wurde. Ja, was auch noch ganz interessant ist, an dem Tag, wo das Ganze hier passiert ist, lasst mich nicht lügen, ob es jetzt an dem Tag war oder ein paar Tage vorher. Jedenfalls kurz vorher wurde die gesamte Luftverteidigung hier eingestellt bzw. abgezogen am Edersee. Also es gab hier auch einige Flakstellungen. Auch hier, wo ich mich jetzt gerade befinde, stehe jetzt hier auf der sogenannten Kanzel. Bin mir nicht sicher, ob jetzt genau hier ein Flakgeschütz gestanden hat damals. Aber es gibt hier rund um den Edersee einige Stellen. Bei manchen ist es auch ausgeschildert, wo eben früher eine Flugabwehr gestanden hat. Also sprich, an dem Tag bzw. der Nacht, wo das hier passiert ist, gab es hier keine oder zumindest keine nennenswerte Gegenwehr, sodass die Bomber da leichtes Spiel hatten. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal runter zur Talsperre und schauen uns das mal aus der Nähe an und gucken mal, was wir da so noch für Spuren entdecken können. Also dann, lasst uns mal loslegen. Ja, wir sind jetzt von der Kanzel wieder runtergestiegen. Und hier seht ihr jetzt die Staumauer von der Seeseite aus. Ja, also hier, man will es jetzt nicht meinen, in diesem idyllischen Ferienparadies hier.
aber aus dieser Richtung hier sind damals die Bomber angeflogen. Ja, ich sagte ja schon, in 18 Meter Höhe flogen die hier Richtung Sperrmauer und haben irgendwo, ja, wahrscheinlich hier in dem Bereich irgendwo die Bombe ausgeklingt. Und die ist dann hier übers Wasser gesprungen. Und da hinten in dem Bereich, wo die Staumauer hier so einen Knick macht, da noch ein Stück weiter dahinter, da ist die Bombe über das Torpedonetz, ist ein paar Meter runtergesunken und ja, wurde dann gezündet. Und da gehen wir jetzt mal hin. Ja, hier sind wir jetzt genau am Anfang oder auch am Ende, je nachdem wie man sieht, der Sperrmauer. Und jetzt werden wir mal zu der Stelle gehen, wo das Ganze damals, ja, wo das Ganze damals passiert ist. Wir sehen es, glaube ich, sogar auch von hier schon. Ja. Ja, hier seht ihr nämlich direkt die Stelle. Ja, da, genau da sieht man es ganz gut. Ja, da, wo das so weiß ist und diese ein oder Auflässe da fehlen. Ja, da haben sich tatsächlich 4/5 des Edersees hier durch das Edertal ja, gebahnt quasi und haben alles mitgerissen, was den Fluten so in den Weg kam. Also schon echt schon krass, wenn man darüber nachdenkt, ne? Wie schnell das halt auch gegangen sein muss. Also viel Zeit hatten die Leute tatsächlich nicht als Vorwarnung. Viele haben das auch gar nicht so wirklich registriert im ersten Moment. Also viele Leute, die haben, konnten das Geräusch erst gar nicht so richtig zuordnen und dachten, dass das LKW oder irgendwas in der Art sind. Und ja, viele wurden wirklich ja, absolut überrascht. Und ja, war ja eben Fliegerangriff und ja, einige Leute sind dann wahrscheinlich auch in die Keller gegangen. Ja, was dann nicht die allerbeste Idee gewesen ist. Und ja, so insgesamt sind an dem Tag laut offiziellen Angaben 1200 bis 2300 Menschen ums Leben gekommen. Also hier in den in Affoldern zum Beispiel, das ist das Dorf, was ich jetzt hier unmittelbar, wenn man der Eder von hier folgt, befindet. Da, ich weiß nicht, waren es glaube ich um die, ich blende es euch ein, ich bin mir gerade nicht sicher, aber auch einige Todesopfer. Also das Dorf Affoldern, das hat es mit am schlimmsten erwischt, weil es halt einfach am nächsten hier dran gewesen ist. Und man muss sich das vorstellen, diese gewaltigen Wassermassen. Wir haben es ja jetzt erst gesehen letztes Jahr im Ahrtal, ne, was Wasser eigentlich für eine unglaubliche Kraft hat. Ja, und hier muss das wohl wirklich ähnlich gewesen sein. Ich meine, wie gesagt, wir kennen alle die Bilder. Und hier muss man sich eben auch vorstellen, ja, eine 6 Meter hohe Flutwelle rollt einfach auf einem zu und ja, reißt alles weg. Also das ist schon echt krass. Man kann sich das heute gar nicht vorstellen. Ja, und auch wenn man sich überlegt, dass das Wasser, das ist ja nicht nur ein paar Kilometer weit geflossen. Das ging ja wirklich bis Wabern. Das sind von hier bestimmt auch 25, 30 Kilometer. Und sogar Teile von Kassel sind sogar überflutet worden. Ich versuche euch mal ein paar Bilder einzublenden. Mal schauen, was ich so finde. Aber das muss schon wirklich richtig, richtig krass gewesen sein. Jetzt befinden wir uns genau an der Stelle,
wo die, ja, die 70 Meter breite Bresche hier in der Staumauer war. Also hier, wo wir jetzt stehen, müsst ihr euch vorstellen, ist das, das Wasser hier direkt aus dem See geflossen. Ja, hier können wir noch mal schauen. Hier seht ihr, hier unten, da seht ihr, wie voll der See gerade ist. Also das sind nur ein paar Zentimeter, dann würde der nach wie vor überlaufen. Also wir haben es nur knapp verpasst. Schade. Aber hier eben durch diese Ablässe läuft dann halt das Wasser auf der anderen Seite die Sperrmauer runter. Ja, hier im Hintergrund seht ihr nochmal genau die Stelle, wo die Bombe detoniert ist, beziehungsweise wo die Sperre aufgebrochen ist. Und das Ironische an der ganzen Geschichte war ja, dass das alles relativ schnell wieder aufgebaut wurde. Ja, das hat die sogenannte Organisation TOT übernommen. Das war so eine Art Rüstungs- und Bauorganisation, die eben rüstungs- und kriegswichtige Arbeiten verrichtet haben. Da wurden natürlich auch Zwangsarbeiter eingesetzt, aber es hat nicht lange gedauert. Und ja, das mühevoll reingesprengte Loch war wieder zu. Und um das Ganze noch auf die Spitze zu treiben, die Rüstungsproduktion in Kassel, die ja, wurde davon nicht beeinflusst. Also das ging alles munter weiter. Das wurde dann erst tatsächlich unterbrochen, wo Kassel dann wenig später bombardiert wurde und auch zu über 90% ja, dem Erdboden gleichgemacht wurde. Die Bomberbesatzungen bzw. die Soldaten, die hier Teil dieser Operation Chastitize waren, auch ganz interessant zu wissen, also von denen sind tatsächlich nur ein Drittel zurück nach Hause gekommen. Alle anderen ja, sind während der Operation gestorben. Es war ja nicht nur der Edersee, der hier Teil von der Operation Chastitize war, war ja auch die Möhne-Talsperre und noch ein paar andere Talsperren. Ich verlinke euch das, ich habe es jetzt hier gerade nicht im Kopf. Aber ja, also der Nutzen, der tendierte wirklich gegen Null. Und ja, das größte Leid musste hier natürlich wieder die Zivilbevölkerung tragen. Wie, man muss es leider so sagen, dass meistens ist bei so großen Konflikten die größten Leidtragenden sind meistens die normalen Menschen. Und das ist das, was die ganze Sache hier irgendwie, also ich finde es persönlich sehr, sehr bedrückend und das macht mich auch sehr nachdenklich, wenn ich darüber nachdenke. Weil auf der einen Seite muss man halt sehen, einige Jahre vorher, ja, beim Bau dieser Talsperre, mussten ja schon die Dörfer geräumt werden. Also da wurden die Leute auch mehr oder weniger nicht gefragt. Ne? Also das wurde dann eben beschlossen. Und die Leute mussten damals eben ihre Heimat verlassen. Und es war auch keine Ausnahme, dass es da den ein oder anderen Selbstmord deswegen gegeben hat. Und ja, einige Jahre später, dann quasi jetzt auf der anderen Seite dieser Sperrmauer, sind dann eben so viele Menschen durch diese Flutwelle ums Leben gekommen. Also ja, ich finde, man kann schon irgendwie sagen, dass diese Sperrmauer schon irgend so eine Art Schicksalsmauer ist. Und was in dem Zusammenhang eigentlich auch noch zu erwähnen ist, die Opfer durch die aus der Bombardierung resultierende Flut, ja, das war ja nicht nur die hier ansässige Bevölkerung, nein, das waren tatsächlich auch hunderte alliierter Kriegsgefangener. Ja, das muss man hier halt wirklich auch sehen. Also hier auch nochmal ja, der Nutzen dieser Operation sehr, sehr fragwürdig. Und auch abgesehen von den ganzen Menschen, die hier ums Leben kamen, reden wir hier auch über Hunderte oder Tausende von Tieren. Es gibt da Bilder, wo Kuhkadaver die Straßen säumen. Ich versuche es euch mal einzublenden, mal schauen, ob ich da was finde. Und das ist schon echt krass.
Und als nächstes würde ich sagen, fahren wir jetzt mal nach Affoldern. Das ist das Dorf, was hier am nächsten an der Talsperre liegt und auch am stärksten von der Flut betroffen war. Und ja, da schauen wir doch mal, ob wir da auch noch die ein oder andere Spur finden. Also dann fahren wir mal hin. So, ich bin jetzt hier in Affoldern unterwegs. Das ist der Ort, was ich eben schon sagte, der am nächsten an der Talsperre lag und wo auch die Überflutung mit am verheerendsten war. Und was ganz interessant ist, ihr seht hier an vielen Häusern, ja, ich hoffe, dass man es mit der Kamera jetzt einfangen kann, hier oben seht ihr noch Wasserstandsschilder, 17.05.1943, also das muss man sich mal überlegen, da oben hat das Wasser gestanden, also das sind von hier, wo ich jetzt stehe, also das sind bestimmt 4 Meter oder so. Und das ist ja jetzt nicht das einzige Haus, kommt halt immer noch drauf an, ja, wo die entsprechenden Häuser hier eben auch gestanden haben. Ja, die einen ein bisschen tiefer, die anderen ein bisschen höher. Also ich meine, da auch irgendwas von bis zu 6 Metern gehört zu haben. Und wenn man sich das so überlegt, also das ist schon echt krass. Naja, die Leute sind dann halt entsprechend da auf die Dachböden halt geflohen. Und ja, viele eben auch dabei gestorben. Und jetzt gehen wir mal zum Dorfgemeinschaftshaus, denn da steht auch noch ein kleines Denkmal und auch das schauen wir uns jetzt noch an. Ja, hier sind wir jetzt am Dorfgemeinschaftshaus von Affoldern und hier steht ein Denkmal für die Flutopfer. Ja, hier habt ihr auch noch mal eine kleine Gedenktafel. Ja, ist von einem Bildhauer aus Zürich angefertigt worden. Und jetzt schauen wir uns hier diese Skulptur mal an. Ein Mahnmal zum Frieden. Zeigt eine in den Fluten sterbende Mutter, die in Todesnot ihr Kind noch emporhält. Das Denkmal schuf der Schweizer de Oltry. Die Edersee-Katastrophe in der Nacht vom 16. zum 17. Mai 1943 forderte in der Gemeinde Affoldern, ah okay, hier steht es, 14 Todesopfer. Und das ist, wie gesagt, das war eben wirklich nur hier in Affoldern. Aber ja, schon gesagt, die Flutwelle, die hat sich ja komplett ihren Weg hier durchs ganze Edertal bis hoch nach Kassel gebahnt. Ah, das ist schon heftig. Wenn man sich das Denkmal hier anguckt und auch den Kontext davon erkennt, hier wie die Mutter hier das Kind emporhält, um es noch aus den Fluten retten zu können, während sie selbst hier schon von den Wellen verschlungen wird. Also schon krass, ist so ein bisschen eher abstrakt, das Denkmal, aber dennoch sehr gelungen, wie ich finde. Also ist echt interessant. Ich fahre Zeit meines Lebens eigentlich zum Edersee und mir fällt das jetzt halt das erste Mal auf, wo ich mich jetzt hier für dieses Video mal damit beschäftige. Und ja, das ist schon echt krass. Und ja, löst auch so ein bisschen eine Beklemmung in einem aus. Man bedenkt, dass der Platz, wo ich jetzt hier stehe, damals vor 80 Jahren 6 Meter unter Wasser war. Ja, also hier aus dieser Richtung hier, ja, da ist die Sperrmauer, von da muss die Flutwelle gekommen sein. Und die Augenzeugen, die Zeitzeugen, ich hab schon erwähnt, dass die erst gedacht haben, es kommen irgendwie LKW oder irgendwas. Einige berichten dann halt, wo sie die Welle gesehen haben, das sah aus wie eine,
wie eine große, gigantische Nebelwand, die auf einem zukam. Also man konnte das hier gar nicht so recht fassen. Also das war vollkommen überraschend. Ja, bleibt mir abschließend nur noch mal zu sagen, dass ich das sehr, sehr wichtig finde, dass man sich eben gerade an solchen belebten Ferienorten hier, dass man sich auch deren Geschichte bewusst ist und weiß, was eben hier früher so passiert ist. Ja, wenn ihr Lust habt auf weitere Videos in dieser Art, dann verlinke ich euch hier oben nochmal mein anderes Edersee-Video. Und wenn ihr Lust habt, schaut da einfach mal rein. Da geht es ums Edersee-Atlantis, um die versunkenen Dörfer. Und ansonsten würde ich sagen, ich bedanke mich bei euch, dass ihr dabei wart. Und würde mich freuen, euch im nächsten Video wieder begrüßen zu können. In diesem Sinne, bis dahin, macht's gut.